So Leute, gestern habe ich das erste Video hochgeladen zu Wie werde ich ein Judge in Magic? Und heute kommt direkt eine Verbesserung bzw. eben eine Slightly Adaptation dazu, weil wir befinden uns nun mal jetzt in 2021 und hier ist alles komisch, hier ist alles seltsam. Wir haben da so kaum Live-Events und generell sehr wenig Grund, ein Judge zu werden. Deshalb die große Preisfrage, warum sollte ich überhaupt ein Judge werden? Stellt sich nicht so viel. Vor allem stellt sich die große Preisfrage viele, warum sollte ich Judge bleiben? Wie ich euch ja schon gezeigt habe, Judge Academy hat eine gewisse Membership-Fee, würde ich sagen, ab einem gewissen Level natürlich. Und dementsprechend bekommt man eben fest Promos zugesendet. Das ist jetzt aktuell in 2021 aufgehoben. Wichtig, es geht hierbei um den aktuellen Stand. Das kann sich noch im Laufe des Jahres verändern. Ich werde euch Updates-Videos dazu geben, weil ich dieses Thema eh angefangen habe. Also muss ich es auch mit euch beenden. Also zuallererst, das Allerwichtigste, gerade für meine Judge-Reihe, wie werde ich ein Judge, ist die Eintrittsfees in die Judge Academy, diese $100, um Level 1 zu sein, die sind immer noch vorhanden. Es geht hierbei aber um diese Fees, die eben den Eintritt in die Judge Academy ermöglichen, nicht die laufenden Kosten über das ganze Jahr, beziehungsweise die jährlichen Kosten. Allerdings gibt es dieses Jahr auch ein paar Änderungen. Zum Beispiel ist es so, dass keinerlei Promosendungen stattfinden wird. Also diese normalen Promos, die ich ja in dem Video erwähnt habe, dass es diese gibt und dass man die zugeschickt bekommt, die fallen dieses Jahr aus. Allerdings geht man nicht komplett leer aus. Wenn man jetzt erst Judge wird, hat man ja diese $100 plus Mehrwertsteuer an Eintrittskosten und diese Eintrittskosten sollen natürlich vergütet werden. Diese Vergütung wird ganz einfach dadurch kompensiert, dass die ersten zwei Events, an denen ihr teilnehmt, und zwar Online-Konferenzen, dazu kommen wir jetzt gleich, für euch wesentlich besser belohnt werden als zum Beispiel für aktive schon länger dabei, Judges oder ähnliche, wodurch ihr darüber eure Promos eben wieder dazu erhaltet und das eben ganz fair ist. Jetzt habe ich schon gesagt, man hat keine laufenden Kosten aktuell. Ich weiß nicht, wie lange das auch weitergeht. Man hat aber Eintrittskosten und ich habe schon diese Online-Konferenzen erwähnt. Online-Konferenzen wird ein komplett eigenes Thema sein, beziehungsweise Konferenzen generell werde ich eine komplett eigene Rubrik machen zu in meiner Videoreihe. Aber hier muss ich es halt nochmal erwähnen, dass wenn man an Online-Konferenzen teilnimmt, Neulinge eben bei der ersten beziehungsweise auch bei der zweiten, je nachdem wann sie dazugekommen sind, zusätzliche Promos erhalten. Hierbei ist es so, dass keinerlei Offline-Konferenzen von Judge Academy aktuell freigegeben werden. Bedeutet, diese Online-Konferenzen ist aktuell das, wie man sich trifft und weiterbildet. Ansonsten werden die Promos, die eigentlich über das Jahr verteilt würden, genommen und werden generell komplett zu dem Online-Konferenz-Support hinzugefügt. Das bedeutet, in 2021, in diesem Jahr, gibt es wesentlich mehr Judge-Online-Konferenzen als zuvor. Ich meine, 2020 waren schon viele Judge-Online-Konferenzen, aber 2021 werden wahrscheinlich wesentlich mehr. Sie werden besser supported sein, es werden mehr Konferenzen supported sein und generell wird es ganz einfach wesentlich online-lastiger, das Ganze. Auch dadurch, dass man immer noch nicht weiß, wann Events wirklich jetzt mal komplett stattfinden können. Ende letzten Jahres ging das ja so leicht hoch, da gingen dann auch die Zahlen leicht hoch und ja. Mal gucken, wie es dieses Jahr wird. Ich drücke uns die Daumen. Ich meine, ich könnte jetzt hier noch dazu erwähnen, dass auch so Dinge eingespart wurden, wie zum Beispiel die CCs, aber das interessiert, glaube ich, die wenigsten. Was interessant für die Leute ist, gerade die Leute, die meine Videoreihe verfolgen, um damit Judge zu werden und die sich mit den Thematiken schon ein bisschen auseinandergesetzt haben, der Code of Conduct, den ihr gelesen habt, ist nicht unbedingt der, der am Ende rauskommt. Ich bin mir noch nicht sicher, ob das schon der neue war oder ob das noch der alte ist. Guckt da die nächste Zeit mal drauf, ob es noch ein Code of Conduct von außerhalb ist oder ob es schon ein Code of Conduct von Judge Academy selber ist. Weil die Conduct Evaluation Committee läuft jetzt anders. Sie läuft komplett Judge intern und wird nicht mehr von außen supported. Ja, so viel dazu. Wenn es noch Änderungen gibt, werden die immer kurz nach den anderen Videos kommen, so wie das hier jetzt kurz nach dem Was ist Judge Academy Video kam. Ich hoffe, das werden nicht so viele, aber wir werden sehen. Ansonsten hoffe ich, dass euch das Video gefallen hat. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, euer Blacksade. Ciao, ciao.